erster Linie unterscheidet uns von anderen Siegeln, dass wir nur in zweiter Linie ein Siegel sind. In erster Linie sind wir ein Projekt, möchte ich sagen, welches Arbeitgebern hilft, tatsächlich ein exzellenter Arbeitgeber zu werden. Und ein nettes Beiwerk, möchte ich sagen, ist auch das Siegel, aber ein sehr wertvolles Beiwerk. Wir haben einen Fachkräftebedarf. Wer Fachkräftebedarf hat, der muss ein guter Arbeitgeber sein. Er muss beweisen, dass er ein guter Arbeitgeber ist. Und das kann man mit diesem Top-Top-Gütesiegel. Das ist wirklich ein Gütesiegel. Im Mittelstand geht es um das Berühmte, das Sie ja immer kennen, eben nicht um das Denken in Quartalszahlen. Sie bringen sich mit Haut und Haar ein, dass sie ihr Unternehmen und die Arbeitsplätze eben auch morgen und übermorgen noch Bestand und Erfolg haben. In ihren Unternehmen geht es um Generationen statt um Quartale. Also für mich ist es sehr wichtig, dass ein guter Arbeitgeber zu sein nicht nur bedeutet, dass alles toll und rosig und wunderbar für die Mitarbeiter ist und dass es Kuschelecken gibt und Wohlfühlatmosphäre. Das sind Punkte, die, finde ich, alle wichtig sind. Aber ich glaube, wichtig muss auch sein, dass diese Organisation, dass diese Menschen am Markt erfolgreich sind. Wir als Uni St. Gallen garantieren, dass die Bewertung der Arbeitgeber verlässlich ist und dass sie auf dem neuesten Stand der Zeit ist. Und wir garantieren auch, dass die Maßstäbe, nach denen wir Unternehmen bewerten, relevant sind, nicht nur für die Arbeitgeberattraktivität, sondern auch für die Leistung. Die Jurytätigkeit für TopJob ist hochinteressant, weil die Juroren damit mit einer Vielzahl von sehr unterschiedlichen Unternehmen zusammenkommen. Die zweite Teilnahme war für uns nach 2015, wo wir das erste Mal teilgenommen haben, ein wichtiger Gradmesser. Gradmesser insofern, als wir für uns selber auf den Prüfstand heben wollten, ob wir die richtigen Dinge angepackt haben und ob sie auch entsprechend, so wie wir uns das vorgestellt haben, Wirksamkeit entfaltet haben. Wir brauchen unbedingt Leute und wir wollen auch die besten Leute letztendlich für haben. Und da ist es eben halt auch entsprechend wichtig, da entsprechend einen Mehrwert zu bieten. Und das ist neben dem Finanziellen, das sicherlich auch stimmen muss, eben halt auch viele andere Faktoren. Insofern ist es wichtig, eben halt da die Bedürfnisse und den Bedarf der Mitarbeiter auch zu erkennen. Und da geben wir uns eben halt viel Mühe, es macht uns Spaß. Und den Mitarbeitern macht es Spaß und das ist auch entscheidend, wenn man gute Leistung bringen will. Unsere Mission ist es, tatsächlich gesellschaftlich auch etwas zu bewegen. Wir möchten flächendeckend eine gesunde, aber auch leistungsstarke Arbeitsplatzkultur etablieren. Und dafür gibt es viele Unternehmen, die Hilfe benötigen und da sind wir da. Wir bewegen uns hier auf der Höhe der Zeit und wer bei uns mitmacht, der bewegt sich mit uns auf der Höhe der Zeit. Und deshalb kann ich nur empfehlen, machen Sie mit.